Die nächste Frage. Bist du schwul? Wieder immer noch beste Kanal auf YouTube, Freunde. Heute sind wir nicht zu dritt, sondern zu viert, Freunde. Hier ist Mr. Stuhl. Nee, das ist eher ein Mensch hier, oder? Ja, dann halt das. Ist auch noch dabei. Okay. Und zwar haben wir uns in den Weiten des Internets, Freunde, einen professionellen Lügendetektor gekauft. Der sieht hier so aus. Kennt ihr das mit dem Herzschlagmesser? Ja. Wo man manchmal beim Arzt seinen Finger so ranmachen muss. Alles mit dabei, mit Halskrause. Denn, ihr kennt's ja, wir haben das Video selber schon mal gemacht und andere YouTuber auch, wo du deine Hand auf dieses Teil legst, dann kommt da so ein Sound. Stromschocker. Und dann, wenn du lügst, kriegst du einen Stromschocker. Das ist halt einfach so ein Fake-Ding. Aber das hier scheint wirklich zu funktionieren und irgendwie die Herzfrequenz zu messen oder sonst was. Ich habe das gestern ausgetestet und habe mich selber und meiner Freundin auch nochmal 5 Fragen gestellt und das Ding lag richtig. Also krass. Ich habe auch mit Absicht manchmal gelogen. Echt? Und der hat das erkannt. Ja, ja. Heftig, so, das will ich gleich testen. Wir haben heute heftige Fragen am Start, Freunde. Heute gibt es hier keinen Zuckerschlecken. Jeder kriegt 5 Fragen gestellt. Fangen an. So, wir werden verkabelt, Freunde. Dieses Ding muss hier unter die Kleidung, warte mal. Unter die Haut. Ach, das muss um den Körper unter der Haut gebunden werden. Ach so, dann brauche ich aber Hilfe hier, Freunde, ne? Freunde, kommt uns schnell helfen. Komm. Find ich komisch an, Freunde. Jan ist fertig? Geil. Krass. Freunde, wir fangen an. So, Freunde, ich übernehme mal die Stellung der Fragen und die Überwachung der Software, Freunde. Denn es gibt dazu auch natürlich eine Software. Wie sieht das dann aus? Steht dann an dem Grün einfach da? Wir blenden euch das auch rüber, Freunde. Ja, da steht Wahrheit, also die Frage. Und dann misst der ungefähr 30 Sekunden immer, wertet der deine Signale so aus. Weißt du? Okay, wir fangen an. Ich habe 6 Fragen für dich. Und es kommen gleich erstmal allgemeine Fragen, damit dieses Gerät sich so einpendeln kann, wie du so antwortest. Mach mal, hau mal raus. Bitte sitz still während dieser Befragung. Dieses Gerät wird deine Lügen erkennen. Es ist wichtig, jede Frage wahrhaftig zu beantworten. Oder Jan wird nervös. Wir sehen's hier, Freunde. Hast du jemals jemanden angelogen, den du geliebt hast? Ja. So. Woher weiß man denn ich jetzt? Gebe jetzt seine, das löst er am Ende auf. Jan antwortet, ich gebe seine Antwort ein und jetzt liest er gerade 30 Sekunden die Körpersignale, Freunde. Ah, okay. Dann kommt die nächste Frage. Nächste Frage. Hast du jemals etwas von der Arbeit gestohlen? Schwer. Ich habe mal in der Werkstatt gearbeitet. Ich glaube, da habe ich öfters mal was mitgelassen. Ja, ich sag mal ja. Die Antwort ist eingeloggt. Wieder 30 Sekunden, Freunde. Ich glaube, es kommen noch 2, 3 Fragen und dann kommen unsere Fragen, Freunde. Und das wird kein Zuckerschleck. Hast du jemals in der Schule gemogelt? Ja. 30 Sekunden. Ja. Hast du jemals illegale Drogen genommen? Nein. Oh, Freunde, werden hier die Geheimnisse von Janus Meyer ausgelüftet? Okay, wir sind soweit. Jetzt kommen 6 Fragen an Jan, Freunde, und die haben es in sich. Fangen wir erstmal leicht an, liebe Freunde. Die erste Frage. Sollen die Leute erstmal einen Daumen hoch geben? Oh ja. Die Antwort ist ja. Wir werten aus, ob das die Wahrheit ist. Ob man da lügt. Die nächste Frage. Sind eure Pranks echt? Ja. Ob das die Wahrheit ist, Freunde, wir werden es erfahren. Wir werden es sehen, Freunde. Oh mein Gott, das wird dieses Gerät rausfinden, ob Jan gelogen hat. Die nächste Frage. Hast du einen Fetisch? Die Frage, was man als Fetisch bezeichnet. Oh, der Puls, Freunde, die geht so hoch. Ich sage nein. Oh, Jan ist ein ganz vernünftiger, Freunde. Die nächste Frage. Bist du schwul? Nein. Oh, so! Was? Oh mein Gott, wir haben die Antwort eingeloggt. Heute werden wir es klären, Freunde. Ich glaube, das ist aber auch so komisch, weil du bist ja von manchen Sachen einfach überrumpelt. Ja, man ist schon nervös, aber heute werden wir rausfinden, ob Jandre real ist oder nicht, Freunde. Seid ihr überhaupt noch Freunde? Ja. Die Antwort ist eingeloggt. 30 Sekunden. Das ist aber schon krass. Ne? Ja, bei schwul ging auf jeden Fall einmal so. Ist hier nichts passiert? Yes.
alles im normalen Bereich. Oh mein Gott. Der Druck. Oh mein Gott. Jengis weiß, dass er auch gleich dran ist und der denkt so, fuck, wenn, die Fragen sind so heftig. Wenn Jengis hier dran ist, fließt das Blut hier raus, Alter. Wir machen erstmal weiter, Jengis kommt bestimmt gleich wieder. Hast du schon mal deine Popel gegessen? Nee. Hab ich wirklich noch nicht. Freunde, das Video wird... Oh, hier geht's aber ab jetzt. Geht gar nicht. Wir sind durch, Freunde. Die Maschine hat Unregelmäßigkeiten entdeckt. Möchtest du irgendeine Antwort, die du gegeben hast, nochmal jetzt erklären, erläutern? Nein. Nein, Prüfung ist komplett. Wir können jetzt die Antworten anschauen, Freunde. Okay, ich nehme mal die Scheiße ab. Oh mein Gott. So, Freunde, so sieht das aus. Jetzt kann man hier durchsliden und jede Antwort die Wahrhaftigkeit überprüfen. So, fangen wir an. Wo ist denn hier was? Kommen wir zur ersten Frage. Sollen die Leute erstmal einen Daumen hoch geben an die Term? Was heißt das? Unbestimmt. Kann er nicht bestimmen, Freunde. Oh, oh. Okay, kann aber jetzt auch natürlich sein. Es ist ja keine Wahrheit. Ja, das ist ja keine richtige Wahrheit. Frage. Das ist keine richtige Frage. Eher ein Ratschlag. Ein Ratschlag, also, den ihr jetzt natürlich Daumen hoch befolgen solltet. Kommen wir zur ersten richtigen Frage. Sind eure Pranks echt? Yes, und es ist truthful. Oh Gott, komm mal ran. Nee, wir finden das gleich drüber, oder? Freunde, hier steht's. Es ist die Wahrheit. Die Pranks sind echt. Jan hat die Wahrheit gesagt. Wir haben unglaubliches Spektakel hier. Hast du einen Fetisch? Jan hat gesagt, nein. Und es ist wieder die Wahrheit, Freunde. Hier da drüber immer. Da, es ist wieder die Wahrheit. Jan sagt hier nur die Wahrheit anscheinend heute. Bis jetzt. Oh, was ist denn hier los? Oh, was ist das denn? Was bist ist das? Du schwul? Jan hat gesagt, nein. Freunde, mein Herz bricht. Hier steht, es ist die Wahrheit. Ich glaube trotzdem immer noch, ich bleibe natürlich treuer Jandrich-Schipper. Okay. Ne? Also da ändert sich für natürlich... Für André mache ich eine Ausnahme. Hier ändert sich natürlich nichts. Die nächste Frage. Seid ihr überhaupt noch Freunde? An yes, unbestimmbar. Freunde. Ist das das? Nee, das war die bist du schwul. Ja. Da ging das so ab. Freunde, vielleicht hat er seine ganzen Künste darauf verwendet, Heftig. Das Gerät zu täuschen. Schauen wir die nächste Frage an. Hast du schon mal einen Popel gegessen? Die Antwort von Jan, nein. Und ebenfalls die Wahrheit. Unglaublich. Ja, ich sag nur die Wahrheit. Freunde. Jan hat echt nur die Wahrheit hier gesagt. Okay, wir sind erfolgreich verkabelt. Hier, ich kontrolliere nochmal. Alles korrekt, Freunde. Es kann losgehen. Okay, Freunde, ich will vorweg nur nochmal sagen. Ich bin bei sowas immer sau nervös. Ja. Also. Es geht los, Freunde. Ich drücke auf Next. Wir sind bereit. Wir haben die Testfragen gerade übersprungen, damit das Ding kalibriert wird. Jetzt kommt die erste richtige Frage, Freunde. Jengis, hast du einen kleinen Penis? Jo. Dieser Ausschlag, Freunde, ich zeig euch ein Foto davon. Ja, sag! Ihr habt einen Mini-Penis. Freunde, Ansage, ich lüge bei jeder Frage, ich hab's gesagt. Wir sind bereit für die nächste Frage. Bitte nicht lachen, damit hier nichts verfälscht wird. Okay, ich mach nichts. Jengis, hast du schon mal an fremder Unterwäsche gerochen? Ja. 30 Sekunden. Kein Ausschlag. Wir kommen zur nächsten Frage. Ganz kurze Frage, ganz knallharte Antwort. Jengis, bist du schwul? Ja. Er will die Leute nur verwirren. Ja, sie verwirren. Oh, krasser Hautschweiß kommt da raus, sehe ich gerade. Nächste Frage. Ich will es wissen, wirklich. Jengis, hast du schon mal beim Sex an eine andere gedacht? Nö. Oh, die Grafen sind ruhig. Bleib ruhig, ganz ruhig. Ich hab's gesagt, ich lüge bei jeder Frage, Freunde. Nächste Frage. Bist du ein Vollidiot? Ja. Puls und Hautschweiß? Alles. Oh ja, kleiner Ausschlag. Das war's? Freunde. Oh, eine Fehlermeldung. Die Maschine hat Irregularitäten entdeckt. Ach so, weil ich meinen Kopf gerade geknackt habe. Möchtest du noch irgendwas erklären? Alles so richtig, was du gesagt hast? Alles der Wahrheit entsprechend. Dann schauen wir uns jetzt die Ergebnisse an, Freunde. So, Freunde, hier im Labor wollen wir es jetzt wissen natürlich. Hä? Was ist das? Hast du einen kleinen Schwanz? Du hast gesagt yes und es ist die Wahrheit. Oh mein Gott! Freunde, endlich ist das gelüftet. Krass. Hast du schon mal in fremder Unterwäsche gerochen? Yes. Und wieder die Wahrheit. Aber das... Das hat, glaube ich, jeder von uns. Auf jeden, Freunde. Hier sehen wir übrigens den Schwanz. Das war der Schwanzausschlag, oder? Schwanzausschlag. Bist du schwul? Ja. Und es ist wieder die Wahrheit. Oh mein Gott, Freunde. Hier
kommt alles ans Licht, Freunde. Krass, Jengis führt so ein Doppelleben komplett. Oh, 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 oh. Hast du beim Sex schon mal an eine andere gedacht? Nein, die Wahrheit. Oh mein Gott, Freunde. Hey, also sag nur die Wahrheit hier. Und bist du ein Vollidiot? Yes, wieder die Wahrheit. Oh mein Gott. Unglaublich. Das waren alle Fragen, ja, oder? Alle Fragen. Krass. Pura Trash. Ist nicht halt. So. Ich habe ja gesagt, dass ich extra bei jeder Frage lügen werde. Tja, ob das Lügen sind, Freunde? Glaubt man eher einen Lügendetektor für mehrere hundert Euro oder ja, Jengis? Ihr wisst es, Freunde. Wir werden es herausfinden in Runde Nummer 3 mit Patient André. Let's go. Hast du schon mal Fotos von deiner Scheiße verschickt? Ja. Weltbewegende Fragen hier im Labor. Freunde, manchmal waren da Motive bei, die konnte ich mir selber nicht erklären. Wollte eins sehen bei 20.000, nenne ich euch best of ein. Hast du Geheimnisse vor deiner Freundin? Nein, guck mich nicht so an. Oh, da schlägt er aber krass. Oh, oh, oh. Ja, weil alle so pusht. Freunde, ich fange an zu schwitzen. I'm a bit sweaty. Du darfst nicht reden. Mach dir YouTube nur wegen Geld. Nein! Ich kurz mal yes. Ja, wir haben Nein angekreuzt. So, oh, was ist denn das? Hast du schon mal deinen Schwanz in einen Staubsauger gesteckt? Nein, natürlich nicht, Freunde. Nein. Oh, der Herzschlag. Oh mein Gott, Freunde. Oh, was die ist Bilder das? Kommen. Okay, was ist hier? Schau mal hier. Schauen wir mal. Guck mal hier, der Ausschlag. Ey, was ist das? Guck mal, der ging da die ganze Zeit so. Hast du schon mal Fotos von deiner Scheiße verschickt? Er hat ja gesagt, aber das ist eine Lüge. Oh, die erste Lüge, die wir heute sehen. Hä, das ist aber die Wahrheit. Ich hatte doch sogar an euch das geschickt. Ihr wisst es so, ich Freunde. Ich weiß es nicht. Ich will zu schenken glauben. Ich hab's wirklich getan. Ich weiß es nicht. Hast du Geheimnisse vor deiner Freundin? No, und da steht ist die Wahrheit. Voll. Freunde, ich bin ein Gentleman. Krass. Mhm. Macht ihr YouTube nur wegen Geld? No, und da ist die Wahrheit, oh. Freunde. Freunde. Hast du schon mal deinen Schwanz in einen Staubsauger gesteckt? No, und es ist die Wahrheit. Es war aber gelogen, Alter. Ich weiß noch damals, der Dyson. Da ist ja, Power. Genau. Okay. Okay. Damit haben wir es, Freunde. Damit haben wir es, Freunde. Freunde, ich würde sagen, das war ein sehr lehrreiches Video. Es hat richtig Spaß gemacht. Ihr lasst einen Daumen hoch da, falls es euch auch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir können irgendwann auf jeden Fall eine Runde 2 davon machen. Ihr könnt mal gute Fragen an uns reinstellen. Ja, machen wir die nächste Episode nur aus euren Fragen, das Freunde. Cool. Das machen wir auch ein Format raus, Freunde. Oh, ich habe eine gute Idee. Die Fragen von euch unter dieser Folge, die am meisten Daumen haben, die nehmen wir in die nächste Folge mit rein. Freunde, das finde ich gut. Also ab in die Kommentare, gebt einen guten Kommentar eurer Meinung nach einen Daumen. Und wir sehen uns wieder am Donnerstag, Freunde, mit einem Experiment. Und zwar haben wir getestet, wer kann innerhalb von einem Tag mehr zunehmen. Das heißt, wir sind hungrig in den Tag gestartet, haben wahrscheinlich, wenn man es clever gemacht hat, auf Toilettengang verzichtet, so viel gegessen und getrunken, wie es geht. Wer hat das Rennen gemacht? Das sehen wir Donnerstag, Freunde. Bis dahin.